Schönen guten Tag. So, nachdem ich mich jetzt einmal kurz vorgestellt habe bei der Videoantwort für den Schnorrs 58, überlegt man sich natürlich, mit welchem Thema man ein weiteres Video einstellen kann bei YouTube. Da gibt es viele, aber man muss sich ja an dieses neue Metier erstmal ein bisschen rantasten. Da habe ich mir gedacht, das, was mich immer interessiert, zu sehen, was Leute so mit sich rumschleppen, zeige ich das auch mal. Oder wie es so schön neudeutsch heißt, mein Pocket Dump. So, fangen wir einmal an. Ganz normal. Erstmal die Geldbörse aus Leder von Fossil. Mittlerweile bestimmt schon 10 Jahre alt. Leider riesig und dick, weil ich da alles an Ausweisen und Papieren drin hat, was das Herz sich auch nur ansatzweise vorstellen kann. Deswegen eigentlich nicht EDC-freundlich und auch nicht figurfördernd, wenn man es irgendwo trägt. So, dann als nächstes, was jeder mit sich rumträgt, der Schlüsselbund, der Autoschlüssel, der Hausschlüssel, der Ampelmenschen aus Berlin, der Wunsch von den Angehörigen, dass alles klar geht beim Autofahren, ein sehr schöner Titan-Karabinerhaken und noch ein sehr, sehr altes Victorinox Classic, das ich hauptsächlich genommen habe, weil wenn man sich mal den Fingernagel einreißt oder mal irgendwas ungünstig gegessen hat oder sich mal einen Dorn oder ähnliches eingefangen hat, ist dieser kleine Helfer wirklich unschätzbar und fällt auch eigentlich nicht weiter ins Gewicht. So, da ich halt ein schwacher Mensch bin, der nicht nur seinen Hobbys nicht widerstehen kann, rauche ich halt leider auch. Und dazu habe ich einmal meinen Tabaksbeutel. Hinten dran mit einem weißen Schlüsschen, wo dann noch Filter drin sind und das dazugehörige Feuerzeug. Ja, auch hier mag ich es halt gern mechanisch und klassisch. Vom Motiv her, ja, es ist ja zu ersehen. Ich hoffe, die Damenwelt fühlt sich dadurch jetzt nicht irgendwie belästigt. Wenn ich noch was notieren möchte, ja, wie gesagt, wer sich für Messer interessiert, interessiert sich generell für etwas aufwendige, materielle hergestellte Sachen. Und so bin ich dann auch zu dem Böker Pen gekommen. Der ist aus Titan. Entschuldigung, Aluminium. Titan wäre mein Traum, aber das war zu teuer. Die große Titan-Version von dem Böker Pen war mir auch dann wieder zu lang. Was hier mit den Ausschau gegeben hat, war auch das Review unter anderem von Stefan 123321. Weil hier mit dem Bajonettverschluss diese Spielerei, die ist also wirklich schon einfach schick. Die macht Spaß und die ist äußerst robust. Also ich bin ein Büromensch und das Ding benutze ich wirklich täglich und kann nur sagen, bis dato ist eine Fischer Spaceband Mine reingekommen, die es auch ermöglicht, damit dann überall und auf allen Unterlagen sofort zu schreiben. Macht halt auch einfach wirklich Spaß. So, und last but not least, da ja die eigentliche Leidenschaft Messer sind und wir nun mal halt glücklicherweise und manchmal vielleicht auch leider, also bei mir in meinem Fall meistens glücklicherweise in Deutschland leben, können, dürfen, müssen, wie auch immer, sind hier natürlich auch der Gesetzgeber mitbestimmend, was für ein Messer man problemlos führen darf. Deswegen ist mein EDC-Messer das Böker Haddock von dem Messerhersteller Anso. Das ist sein Zeichen, sein Name nochmal hier eingraviert. Das ist von der Böker Manufaktur. Im Gegensatz zu Böker Plus Messer, die auch alle wirklich sehr gut sind, die ich bisher hatte,
in Solingen in dem Hauptwerk hergestellt. Auf der einen Seite mit Titan im Stonewash Finish mit einem Frame Lock. Der Klingenstand wirklich perfekt. Die Verarbeitung hervorragend, super leicht. Auf der anderen Seite eine G10-Griffschale, auch sauber gearbeitet. Null Klingenspiel, wirklich gar nichts. Und das fällt wirklich von selber zu, wie man sieht. Ne? Es ist offiziell ein Zweihandmesser. Das heißt, der vorhin am Anfang zitierte Gesetzgeber kann da auch wirklich offiziell keine Einwände haben. Das Problem ist, wenn er genauso wie ich jetzt einfach ausprobiert, wird man sehr schnell zur Erkenntnis kommen, dass das perfekt mit einer Hand zu öffnendes Zweihandmesser ist und dann relativiert sich das schon. Aber vom Prinzip her ist erstmal keine Öffnungshilfe dran. Es gibt extra den Nagelhau hier, mit dem ich die Sache öffnen soll. Und wie gesagt, also es ist einfach leicht, es hat eine sehr große Schneidfläche. Die relativ dicke Klinge geht sehr, sehr fein im Auslauf durch den angedeuteten Hohlschliff. Also ich finde es einfach nur traumhaft schön und traumhaft nutzvoll. So, ja, das alles zusammen ergibt meinen Pocket Dump und damit ist das erste offizielle Video mal eingestellt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.